Ich sage vielleicht einfach mal ein paar übergreifende Worte dazu, was wir so machen, was so die Idee ist. Und ja, dann würden wir die Runde eröffnen, drauf losprogrammieren. Ich würde zwischendurch immer mal wieder sammeln. Die Idee ist tatsächlich, dass wir jetzt eine übergreifende Aufgabe machen, die dann bis ins neue Jahr reingeht, für diejenigen, die also wirklich ihren Spaß daran finden. Wir haben so einen kleinen Wettbewerb am Ende, wo ich selber wahrscheinlich nicht die beste Lösung habe. Das heißt, wir machen so eine Art Leaderboard und da kann dann jeder ja, einen Beitrag submitten und wir gucken dann mal, was am Ende rauskommt. Vielleicht gibt es ja auch ein paar spannende Approaches, auf die ich gar nicht gekommen bin. Und zwischendurch wird das dann hier unterbrochen durch diverses Gebäck. Wir schauen mal rein. Ich hatte ja versprochen per E-Mail, dass das auch alles schön weihnachtlich wird. Ist zu klein, ne? Ja, danke. Es wird alles schön weihnachtlich. Und wir beschäftigen uns hier mit einer Aufgabe, die eigentlich jeder jedes Jahr kennt an Weihnachten. Wir finden das perfekte Weihnachtsgeschenk. Und dabei hilft uns jetzt ein Algorithmus. Wir sind da auch relativ faul. Wir verlassen uns da auch überhaupt nicht auf das, was unser eigener Geschmack oder Verstand sagt, sondern wir verlassen uns voll und ganz auf die Labels, die ich da bereitgestellt habe. Es gibt also auf der Temir-Seite, ich hoffe, es haben alle gefunden, dieses Notebook. Das könnt ihr euch dann herunterladen, beziehungsweise also entweder bei euch lokal oder ihr könnt es dann in Colab klonen. Für die, die dieses Colab noch nicht kennen, das ist ja, so eine Art Programmierplattform oder Jupyter-Notebook-Instanz, die aber gleichzeitig auch GPU-Runtime mitliefert von Google. Das ist relativ mächtig. Da kann man vor allem gut anschaulich Sachen machen, gut anschaulich trainieren. Wir schauen da einfach mal rein. Und ja, ich motiviere vielleicht noch mal kurz die Aufgabe, was ich vorbereitet habe. Ich habe also vorbereitet einen riesigen Datensatz, naja, riesig, an Weihnachtsgeschenken. Das sind sie alle. Das sind unsere Kandidaten für das perfekte Geschenk vorerst. Und zusätzlich habe ich verschiedene Labels bereitgestellt. Und diese Labels treffen unter anderem eine Aussage darüber, welches und ob das perfekte Weihnachtsgeschenk vorhanden ist. Das macht eines dieser Labels, die ich bereitstelle. Ich stelle aber noch fünf andere Labels bereit und das wird auch die erste Aufgabe sein, von denen ich gar nicht so wirklich sagen möchte oder weiß, was sie denn überhaupt tun. Und das kennt man ja auch, dass man irgendwelche Daten findet und da irgendwas mitmachen möchte. Ich verspreche, es hat alles einen weihnachtlichen Bezug, was als Lösung rauskommt. Vielleicht das als kleine Motivation. Und das wäre also die erste Aufgabe, mit der wir uns beschäftigen würden. In der Zwischenzeit kann ich ja nochmal so ganz grob sagen, ja, wie wir das Ganze auch in Richtung Vorlesung einordnen. Die ganzen Modelle, die wir hier betrachten, betrachten wir erstmal alle als Blackbox. Also wir gucken uns gar nicht an, was da passiert. Ihr werdet nachher ein Modell sehen, das mit PyTorch trainiert wird. Das ist so ein ja, Deep Learning Framework, wo man also neuronale Netze mit trainieren kann. Wir werden auch ein neuronales Netz trainieren. Das wird aber am Ende nichts anderes machen als unser altbekanntes WTX, also unsere altbekannte lineare Regression. Und stellt sich heraus, das reicht auch völlig aus für diese Aufgabe, die tatsächlich so gestellt ist. Das Schöne ist aber, wir lernen dieses PyTorch kennen, lernen kennen, wie wir dann Gradientenabstieg implementieren. Und das bietet dann auch den perfekten Übergang ins nächste Jahr, wo es dann ja um die neuronalen Netze geht und wo eben die ganzen spannenden Features wirklich zu tragen kommen von PyTorch. Schauen wir also mal rein. Ihr könnt, und damit können wir ja mal anfangen, hier erstmal die ganzen Dependencies installieren. Das dauert einen kleinen Moment und es kann sein, dass man die Runtime danach auch nochmal neu starten muss. Warum das jetzt so lange dauert, wahrscheinlich, weil ich hier noch so Special Geschichten hier, dieses Clip-Retrieval und so weiter eingebaut habe. Da kommen wir aber ganz am Ende erst drauf. Aber dann ist das hier schon mal installiert. Das ist ja auch nicht schlecht. Achso, scheinbar habe ich das in meiner Runtime schon alles installiert, aber bei allen anderen dürfte das noch ausstehen.
Der nächste Schritt ist dann, Datensatz und Modell herunterzuladen. Und das habe ich hier auch schon vorgegeben, da gibt es auch schon Kommandos für. Das dauert vielleicht 30 Sekunden. Der lädt das also als ZIP herunter und wir gucken dann auch sofort mal rein, was da ist. Achso, ich habe das alles schon ausgeführt. Jetzt führt er das natürlich nochmal aus. Das ist ja irgendwie Quatsch. Gucken wir mal, wird schon. Und ich schreibe mal was an die Tafel. Und zwar dieses altbekannte Diagramm, was wir ja alle immer ständig uns angucken. Kann ich die per Hand bewegen oder ist das eine von den... Ja. Unser altbekanntes Diagramm. Wir haben hier unseren Object Space. Dann haben wir unsere Funktion Alpha von O. Die bildet uns in unseren Feature Space ab. Wir haben unser Modell Y von X. Bildet in C ab. Bei uns hier sind die Labels alle realwertig. Das heißt, wir haben gar keine Klassen in dem Sinne. Den Experten, das war ich. Ich war der Experte. Ich habe die Labels gemacht. Ja, und jetzt versuchen wir das eben nachzubauen. Interessant ist, das hier interessiert euch erstmal gar nicht, denn ich habe euch ja die ganzen Features gegeben. Ich habe euch aber auch, weil ich so nett bin, noch die Objekte gegeben. Das heißt, wir können nachher wirklich gucken, was in den Bildern ist und was dort passiert. Das so ein bisschen als Einordnung. Das hier sind die Bilder. Das hier sind Features der Größe 768. Kennt jemand diese Zahl? Nein, sehr gut. Okay, das deutet schon darauf hin, was ganz am Ende passiert. Aber dann habe ich niemanden gespoilert. Und genau, und wir haben die Labels. Dieses Labels, da haben wir 6 Stück von. Und die ersten 5, da sage ich euch nicht, was das ist. Das müsst ihr selber rausfinden. Und das letzte entscheidet darüber, was das beste Weihnachtsgeschenk ist. Das ist das letzte Label. Ich kann ja schon mal einen Zwischenstand hier geben. Es sollte jetzt so aussehen, dass wir ein Data Directory haben. Da liegen 2 CSV-Dateien drin. Die können wir uns auch gleich nochmal angucken. Und entsprechende Ordner mit sehr, 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 sehr vielen Bildern. Und es gibt ein Modellverzeichnis. Das gucken wir uns nachher erst an. Da liegt nämlich schon die Musterlösung sozusagen drin. Dieses Modell entscheidet darüber, ob ein Geschenk gut ist oder nicht. Gucken wir mal. Wir werden das aber noch selber trainieren. Wichtig ist nur, dass wir am Ende irgendwas Vergleichbares haben, deswegen habe ich das da direkt reingepackt. So, jetzt gucken wir mal eben in die CSV-Dateien. Diese CSV-Dateien sind sehr unübersichtlich. Wir haben in jeder Reihe Komma getrennt Werte. Kann ich das hier irgendwie größer machen? Nee. Ja gut, man kann es erahnen, dass dort viele Werte drin stehen. Ganz oben an der ersten Stelle, ganz links, steht immer der Dateiname auf das Bild, das sich das bezieht. Dann folgen hier die 6 Labels, die ich versprochen hatte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, das gehört auch noch dazu. Und dann gibt es 768 weitere Werte und das sind die bekannten Features. Und jetzt versuchen wir auf Basis dieser Features unsere Label vorherzusagen. Das Ganze habe ich nicht nur für ein Trainset gemacht, sondern ich habe auch schon ein Testset gemacht, habe nach bestem Wissen und Gewissen versucht, die zu trennen. Können wir uns ja nachher auch nochmal drüber unterhalten, ob das geklappt hat. Jetzt geht's los. Problem 1, das ich sehe, die CSV-Datei macht keinen Spaß. Ich möchte das nicht, ich möchte das jetzt auch nicht implementieren, das macht keinen Spaß. Das gönne ich auch niemandem. Der Witz ist, das habe ich jetzt schon mal gemacht. Ich habe hier einen sogenannten Dataset definiert, in diesem PyTorch-Format. Das ist im Prinzip ein Iterator, wem das was sagt. Also ich gehe damit die ganzen Daten durch. Beziehungsweise ich kann sogar hier random access-mäßig einzelne Items mir rausziehen. Ja, wir können ja mal im Detail gucken, wie das implementiert ist. Wichtig ist, ich instanziere das immer unter der Angabe, ob ich jetzt den Trainset möchte, true, oder nicht, false, dann kriege ich ein Testset. Und ja, dann gucken wir uns hier eben diese CSV-Datei an, gucken uns noch das entsprechende Directory an und ziehen uns dann unsere entsprechenden
Bildpfade, aber auch unsere Labels und unsere Features raus. Das heißt, diese Trennung, wo die 6 aufhören und wo die 768 anfangen, die brauchen wir gar nicht mal selber machen. Das passiert hier schon, das habe ich hier schon gemacht. Mit anderen Worten, wir haben die perfekte Grundlage, um jetzt was mit dem Datensatz zu tun, und jetzt gucken wir hier das erste Mal in so ein Bild rein. Wir können das also einfach in so eine Liste umwandeln. Warum machen wir das trotzdem mit diesem komischen Dataset-Format? Naja, beim neuronalen Netz trainieren nachher wird es super praktisch, dass wir das in so einem Datensatz haben, weil das ganze Batching, wir erinnern uns, das passiert dann alles automatisch. Da werde ich ja nur noch mit dem Finger drauf zeigen. Das heißt, Dataset, wunderbar. Wir wandeln es jetzt trotzdem in eine Liste um. Hier habe ich mir mal das nullte Element aus der Liste einfach rausgeben lassen und direkt als Tupel entpackt. Dann habe ich den Pfad von dem Bild, den kann ich dann hier einfach laden und es anzeigen, wenn ich hier diese IPython-Elemente importiere. Und ich habe die Labels und Features, die 768 Stück, die habe ich uns jetzt hier mal erspart. So, jetzt war ja die Frage, was die ersten 5 Labels bedeuten hier. Meaning of the first 5 labels is unknown. Variante 1 wäre, wir gucken uns halt einfach mal ein paar hundert Bilder an und überlegen, ob uns das auffällt mit den Labels. Variante 2 ist, wir machen irgendwas Schlaues. Und das ist jetzt die erste Einladung an euch. Was könnten wir denn tun, damit wir uns nicht alle Bilder angucken müssen und dann überlegen, was denn da so passiert? Das ist schon der erste Punkt, den ich sehr gut finde. Das können wir uns ja mal angucken. Gucken wir mal durch. Also was haben wir denn für Werte überhaupt? Unterschiedliche Werte. Das ist der erste Punkt, den wir erstmal feststellen müssen. Es sind unterschiedliche Werte. So. Okay, also nächstes Bild. Wir sehen, die Werte haben sich schon mal geändert. Und jetzt hatte ich gesagt, wir ziehen uns mal alle ein Histogramm. Vom nullten Feature. Achso, Features ist an der Position 2. Dann kann ich hier sogar so den hier machen. So, Label 0. Haben wir ein Histogramm. Da muss man halt diese Matplotlib-Dinger so ein bisschen sich mal angucken. Das heißt, wir sehen, wir haben hier irgendwie was, was nach einer Wahrscheinlichkeitsverteilung aussieht, wobei allerdings ja nicht Werte von 0 bis... Oder eine Werteverteilung, genau. Von Wahrscheinlichkeit kann man noch gar nicht reden. Aber die Werte sind auch gar nicht zwischen 0 und 1, wie man jetzt vielleicht bei solchen Labels immer gerne hat, sondern sie sind irgendwie von 0,1 bis 0,26 für diese Werte, die wir hier betrachten. Wir können ja mal gucken, wie viele Werte das überhaupt sind. Wie viele Samples unser Training Set überhaupt hat. 713 hält sich in Grenzen. Nichtsdestotrotz wissen wir, es gibt verschiedene Werte. Und jetzt können wir uns überlegen, welche denn mal interessant sind. Was? Ich nehme Gebote an, ja. Die Ausreißer, genau, oder in dem Fall bei einer eindimensionalen Achse die Extrema. Perfekt. Stichwort Barplot oder? Okay, genau. Ja, wobei wir noch gar nicht wissen, ob die Labels überhaupt in Summe 1 ergeben für eine. Also das muss ja gar nicht Logits sein. Genau, es müssen keine Logits sein. Das ist natürlich auch nochmal eine Annahme, die man prüfen könnte. Aber dann machen wir doch einfach mal das. Dann gucken wir uns doch einfach mal den höchsten bzw. den niedrigsten an. Wir haben also hier die Liste.
unser L. Und dann benutzen wir diese Maximumsfunktion. Und zwar suchen wir aus L das Maximum, allerdings unter Anwendung eines bestimmten Keys. Und dieser Key, das ist quasi so ein Map-Ding, der mappt halt vorher die ganzen, mit so einer anonymen Funktion, die ganzen Werte durch von L. Und da müssen wir jetzt nur noch das gleiche machen, was wir hier oben gemacht haben. Wir extrahieren unseren Label-Wert. Das ist an der ersten Stelle, also 0, 1. Und dann extrahieren wir das nullte Label. Ich nenne das mal mit einer Variable. Oder Label gleich 0. Und dann sollten wir hier schon ein Element bekommen. Können wir mal schauen. Sieht gut aus. Das sind jetzt unsere 768 Features. Aber hier vorne haben wir die Werte. Wir sehen also 0,26. Klingt schon mal richtig. Das war ja unser maximaler Ausreißer im Histogramm. Und dann gucken wir da einfach mal rein, was denn dieses Bild hier ist. Das heißt, wir kopieren uns einfach frech den Code von hier oben. So, das ist das Bild. Wunderschön. Die Frage ist, haben wir jetzt was gewonnen? Naja, wir müssen immer noch nicht. Wir haben jetzt ein Bild gesehen. Naja, machen wir das gleiche doch nochmal mit dem Minimum. Das ist doch mal eine Idee. Zwei Zeichen geändert. Zack. Jetzt haben wir so eine Tasse. Hat schon jemand eine Idee, was das Label ist? Ja. Andere Vorschläge? Ja. Finde ich interessant. Es kann ja jetzt. Die Frage ist, kann es nur eins von beiden sein? Kann es vielleicht auch beides sein? Und wenn es nicht, wenn es nur eins von beiden ist, versteckt sich vielleicht das andere von beiden hinter den vier anderen. Deswegen ist das eine gute Diskussion, die wir gerade führen. Da, ja. Zusammenhang mit Weihnachten. Hatte das, okay, das hatte tatsächlich nicht viel mit Weihnachten zu tun, das stimmt tatsächlich. Aber es ist ein schönes Geschenk, bestimmt. Gucken wir. Wir haben ja, das Label steht ja noch aus, ob das ein schönes Geschenk ist oder nicht. Mein Vorschlag, wir betrachten einfach noch ein paar mehr Werte, mehr Bilder. Und da habe ich auch ein kleines Code-Snippet vorbereitet, das ich jetzt hier einfach mal durchexerzieren werde. Gucken uns wieder diese Liste an. Und jetzt machen wir eben nicht diese Min-Geschichte, sondern wir sortieren unsere Liste durch mit Sorted. Der Key bleibt aber der gleiche. Also wir sortieren nach unserem Label. Und dadurch haben wir eine sortierte Liste. Und jetzt lassen wir uns einfach mal die ersten 5 und die letzten 5 anzeigen. Also die ersten 5 und die letzten 5. Und geben uns dann jeweils einfach mal den Wert mit aus. Und das hier können wir ja direkt hier übernehmen. Müssen wir dann hier nur noch ändern. So. Gucken wir mal rein. Ich speichere das auch, dann könnt ihr das direkt für die nächsten Levels wieder verwenden. Ja, das ist eine gute Idee. Kann ich noch weitere? Ah, ja. Aber die Bilder bleiben gleich groß, okay. Aber gucken wir mal rein. Also, einen niedrigen Wert, den niedrigsten, hat diese Tasse. Dann haben wir hier so ein, weiß ich nicht, Weihnachtssocke, Weihnachtsschuhe. Also, mit Weihnachten hat das zu tun. Nochmal Socken, ganz viele teure Geschenke. So, jetzt, also das hier oben, das waren jetzt die ersten 5.
Und jetzt kommen wir bei den höchsten 5 an, also die Werte oder diejenigen, die die höchsten 5 Werte haben. So, ich scrolle mal langsam durch. Hat jemand einen Verdacht? Ja. Dann müsste ich jetzt natürlich mal gucken, ob in den anderen, also ob hier unten nicht auch Dinge vorkommen, die nicht groß sind. Ja. Vielleicht ist es ja das. Würde Sinn machen, dass das halt einfach die Weihnachtsbäume sind. Wie könnten wir das denn jetzt testen? Ideen, wie wir Sachen testen können. Naja, wir haben ja schon mal ein Testset. Also da wäre jetzt meine Einladung an euch vielleicht, ihr habt jetzt eine Hypothese aufgestellt, irgendwie Weihnachtsbaum und nicht Weihnachtsbaum. Führt das gleiche mal aus, ich habe das ja hier gespeichert, ihr könnt das ja rauskopieren. Nur halt mit dem Testset. Und dann gucken wir mal. Wer hat sich denn schon mal Label 1 angeguckt statt Label 0? Ja. Soll ich das auch mal, ich gebe das auch mal ein, ne? Ist alles sehr klein, da. So. Ja, sehr schön. Also ich glaube, da kann jeder mitgehen, schon allein vom Angucken her. Und was ist mit den niedrigen Werten? Ja, die halt nicht. So, jetzt interessiert mich Label 2. Wer hat sich das schon mal angeguckt? Ja. Ich würde sagen, dass die meisten höher gerankten sind mehr so gezeichnet. Comic-Stil. Gucken wir mal. Niedrigeren, irgendwelche. Also, irgendwas war mit den Socken scheinbar in dem Datensatz. Beliebtes Weihnachtsgeschenk. So, irgendwie sowas, weiß ich nicht. Eine Decke, das ist alles noch, das sind die niedrigsten Sachen. Und hier bei den höchsten Sachen, da haben wir tatsächlich überall so Comic-Strips. Ich verstehe den Witz nicht. Irgendwas, also, ja, wir haben irgendwelche Comic-Dinger. Das erscheint erstmal ein guter Guess. So, wir haben noch 2 Label. Label 3, hat das jemand sich angeschaut? Ja. Gucken wir mal. Die Bilder von Leuten. So. So, das waren die hohen Dinger. Und hier haben wir jetzt wieder nur Objekte. Klingt erstmal nach einer guten Vermutung. Wir können ja mal zum Scherz einfach mal hier das Testset einschalten. So. Jetzt ist natürlich die Frage, huch, da sind ja nur die höchsten beiden mit irgendwelchen Leuten drauf. Naja, hat da jemand eine Erklärung, wie das trotzdem passen kann? Ist halt super klein, genau. 100 Stück, unter 100 Stück. Ja, da passt das wahrscheinlichkeitsmäßig. Also irgendwelche Leute, die sich freuen, klingt schon mal sehr gut. Label 4, irgendwer geguckt? Ja. Kleidungsstücke, gucken wir mal. Auch sehr beliebt zu Weihnachten offensichtlich. Also hier wieder irgendwelche Geschenke. Jetzt die höchsten Werte. Ach, ich bin im Testset. Ja, danke. Das hat aber schon mal gepasst. Das war schon mal gut. So, ja, genau. Irgendwelche Kleiderpuppen auch noch. Also nicht mal Personen, sondern wirklich Kleidung. So, und dann haben wir hier oben Geschenke.
Sehr schön. Haben wir also schon mal Vermutungen gesammelt, was dieser Datensatz denn soll? Und haben so ein bisschen gesehen, dass diese Feature doch recht komplex sein können. Also das sind ja Sachen, da musste man dann schon 3, 4 Worte mal in den Mund nehmen, um zu beschreiben, was denn das überhaupt ist. Und das sind nicht Sachen, die man einfach mal so ableitet aus den Bildern. Habe ich natürlich trotzdem gemacht, aber also ich habe die nicht gelabelt, aber so ist es am Ende passiert. Also wir sehen... Das waren tatsächlich, es waren, also alle korrekten Antworten habe ich gehört, ja. Okay. Soll ich sagen, was die, oder was heißt korrekt, aber es gibt ja keine korrekte Antwort. Es gibt ja nur eine plausible Erklärung und eine weniger plausible Erklärung. Das heißt, und du musstest selbst wissen, was die Labels sind? Nee, ich habe den Datensatz ja irgendwie generiert und musste dafür mir natürlich überlegen, was sollen die Label aussagen. Tja, wenn überhaupt. Und dann ist es noch Rauschen. Das ist genau der Punkt, wo Sie dann Präzedenz haben müssen, dass Sie die richtige Antwort haben, mit allen Milliardenmöglichkeiten. Genau, also man könnte jetzt noch so einen Hypothesentest machen, dann müsste man die ganzen Sachen dann nochmal nach jeder Hypothese nochmal labeln. Also wer über die Feiertage noch nichts zu tun hatte. Aber wir haben gesehen, also auch... stetige Features, also realwertige Features oder Labels vielmehr, sind hilfreich. Die sagen auch etwas aus. Schritt 2, trainieren wir ein Modell. Wir vergessen jetzt einfach wieder die ganzen 5 ersten Labels und uns interessiert jetzt nur das letzte von den 6 Labels. Wie gut ist das Weihnachtsgeschenk? Das habe ich ja schon gesagt. Was natürlich da jetzt irgendwie reingeflossen ist und wie ich das bewertet habe, das steht natürlich noch auf einem anderen Blatt. Aber jetzt können wir ein Modell trainieren. Und ich habe schon versprochen, das wird brutal einfach oder brutal simpel, einfach vielleicht nicht, aber das Modell ist simpel. Wir gucken mal rein. Wichtig ist wieder Modellfunktion Y, Blackbox. Wir müssen es implementieren. Unser Computer muss wenigstens wissen, was er tut. Aber uns interessiert es gar nicht. Das war ja auch bei dem Gradientenabstieg so, solange wir eine Ableitung berechnen konnten. Ah, danke. Sobald wir eine Ableitung berechnen konnten, war da alles gut. Gucken wir mal rein. Wir benutzen also Torch. Torch hat so ein Neural Network Submodule, was so verschiedene, also was es uns erlaubt, ein neuronales Netz zu definieren, was auch immer das ist. Wie gesagt, nach den Ferien. Wir benutzen auch NumPy wieder. Wir benutzen so einen Data Loader. Da gehe ich gleich nochmal im Detail drauf ein. Vielleicht machen wir das auch zu Anfang mal, diesen Data Loader. Also ich ziehe mir den Datensatz, einmal den Trainingsdatensatz, so wie wir es die ganze Zeit schon gemacht haben, quasi die Liste, und einmal den Testdatensatz. Und jetzt ist der Witz, ich gebe das in den Data Loader zusammen mit einer Batch Size und einer Shuffle Instruction. Das heißt, ich habe plötzlich Batches. Ich habe in jedem Schritt, wo das Modell irgendeinen Abstieg vornimmt, habe ich in dem Fall 64 verschiedene Data Samples aus meinem Trainingsdatensatz. Die sind dann alle auch, das steht hier irgendwo auch noch, Batch First. Das heißt, ich habe so eine Geschichte hier. Das ist die Batch-Dimension, B. Und das hier ist die entweder Label- oder Feature-Dimension. Das heißt, hier habe ich dann entweder, wenn ich jetzt alle Label betrachte, habe ich da 6 Stück, aber in dem Fall sind das halt 768 Feature und die Batch-Dimension ist 64. Und diese Daten landen alle auf einmal in meinem Modell und das muss natürlich damit irgendwas machen. Das haben wir aber in der Vorlesung auch schon gemacht und in den Übungen. Also das ist zwar nicht in den großen Ordnungen auf dem Papier, aber das können wir. Wichtig ist nur, dass dieser Schritt in dem Sinne implizit passiert, als dass plötzlich auf magische Art und Weise diese Daten hier aus unserem Dataset, hier oben, plötzlich umgewandelt werden in solche Batch-Data. Das Problem ist, dafür müssen Sie ein bestimmtes Dateiformat haben. Da rätselt man so ein bisschen rum, bis man dann rausfindet, dass das immer hier als NumPy Float 32 gespeichert werden muss und so weiter. Aber das soll euch ja nicht stören. Das war ja mein Problem.
Wir gucken mal rein. Was passiert hier überhaupt? Die Modelldefinition an sich ist brutal simpel. Also das ist das einfachste neuronale Netz, was ihr in eurem Leben je sehen werdet. Es besteht nämlich nur aus einem Layer. Was das ist, gucken wir später an, aber das ist der elementare atomare Bestandteil. Einfacher geht's nicht. Was machen wir? Wir rufen erstmal hier mit diesem Super-Ding solche Initialisierungsroutinen aus diesem Module auf. Das heißt, wir machen PyTorch-internen Kram, der uns gar nicht interessiert. Was machen wir hier? Wir definieren unsere Parameter. Wir haben ja gesagt, unser Modell enthält irgendwelche Parameter W. Nur bei dem neuronalen Netz ist es nicht mehr ausreichend, wenn wir... Achso, hinten kann man es gar nicht sehen. Ich habe ein W dran gemalt. Bei dem neuronalen Netz ist es plötzlich nicht mehr ausreichend, dass wir einfach nur einen Vektor haben, den wir W nennen. Sondern die verschiedenen Feature-Vektoren, die irgendwo im neuronalen Netz an irgendwelchen Stellen stehen, haben verschiedene Bedeutungen und daher sinnvollerweise auch verschiedene Namen. Hier ist der Name FC1 für Fully Connected Layer Weights 1. Wir machen halt ein Layer und davon ist das halt, sind das halt die Weights. Können wir auch umbenennen. Problem ist, wenn ich das jetzt umbenenne, könnt ihr das Modell nicht mehr laden. Sondern PyTorch speichert die Sachen wirklich unter diesem Namen ab. Deswegen lassen wir das einfach mal so. Wir sehen Linear Layer, können uns sogar irgendwie die Größe angucken. Naja, das ist nichts anderes als an der Stelle, wo ihr mal euer WTX hattet. Da musste das W ja auch die entsprechende Größe haben, um auf das X zu passen. Unser X hat Größe 768 und unser W muss dementsprechend auch eine kompatible Größe haben. Der Witz ist, das ist noch die Ausgangsgröße, das ist egal, das gucken wir uns bei neuronalen Netzen an. Der Witz ist, die Batch Size wird hier implizit von PyTorch gehandelt. Sie begegnet uns nirgendwo. Das heißt, das ganze Modell ist unabhängig davon, wie groß meine Batches sind. Ich kann also, wenn mein Computer plötzlich zu schwach ist oder ich plötzlich einen neuen Computer habe, kann ich beliebig an der Batch Size regeln und kann mehr Daten auf einmal verarbeiten. Oder weniger. Was ist das hier? Das ist der elementare Bestandteil, das ist unsere Definition von dem Y. Und das ist einfach, nimm das X, wende es auf das Linear Layer an, also rechne dieses WTX aus und das war's. Jetzt haben wir noch eine Eigenheit in PyTorch, da müssen wir immer diesen Forward Pass definieren, das so als kleiner Teaser vielleicht für das, was wir im nächsten Jahr machen. Da gucken wir uns nochmal im Hinblick auf Backpropagation an, warum es so einen Unterschied zwischen Forward- und Backward-Pass gibt. Das Schöne ist, wir müssen nichts ableiten. Wir erinnern uns ja alle an die Übung, wo wir alles nochmal ableiten mussten, um dann nochmal rauszukriegen, was denn da wirklich irgendwie der Update-Wert ist. Das passiert hier alles über Autograd. Das kann ein Computer ausrechnen, symbolisch. Das ist unser Modell. Super banal, man könnte hier sicherlich dieses Y auch noch hier irgendwie reinschreiben, dann wäre das noch kürzer. Was fehlt uns noch? Uns fehlt ein sogenannter Optimizer. Das ist das, was steuert, wie unser Gradientenabstieg verläuft. Da gab es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wir haben sie auch uns angeguckt. Hier haben wir zum Beispiel die Learning Rate spezifiziert, es gibt noch sowas wie Momentum, das heißt, wie sich die Learning Rate, oder anders, wie sich bestimmte Parameter verhalten, wenn sie mal stark verändert wurden und das zu einer großen Verbesserung geführt hat, dann kriegen die so einen Schwung mit, und also Momentum, und verändern sich weiterhin sehr stark. Das sind so ein paar Parameter, die hier waren ganz gut, ich habe es natürlich mal ausprobiert. Was ist noch wichtig? Unsere Loss-Definition. Wir erinnern uns, wenn wir Wahrscheinlichkeiten haben, dann lohnt sich so ein Logistic-Loss. Hier haben wir es nicht, wir wussten ja nicht so ganz, was das sind, deswegen habe ich einfach so einen Mean-Square-Error-Loss genommen, also das, was wir als RSS kennen. Und das war's, das war unser Modell. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist, wir müssen definieren, wie sich das während des Trainings behält. Und da habe ich jetzt einen Lückentext gemacht, in der Hoffnung, dass all die, die PyTorch schon ihr ganzes Leben machen, jetzt nicht gelangweilt sind, sondern das schon gemacht haben. Aber ansonsten machen wir das jetzt einfach zusammen. Wir können uns ja mal nochmal überlegen, was denn so die Schritte waren während des Gradientenabstiegs. Hat jemand eine Idee? Ich hatte ja eigentlich versprochen, dass das nicht für die Klausur hilfreich ist, was wir heute machen, aber Edge hilft doch. Naja, also wir berechnen halt den Loss, berechnen irgendwie die Ableitung, wenden das mit unserem
ETA, ihr erinnert euch, unser Learning Rate, wenden das an auf unsere Gewichte, updaten die Gewichte. Und wenn wir lustig sind, berechnen wir dann auch noch, wie sich das Ganze auf unsere Performance auswirkt. Evaluierung. So, und der Rest ist jetzt so ein bisschen PyTorch-spezifische Syntax, deswegen schreibe ich das jetzt hier einfach mal hin, wenn ich es finde. Da ist es. Ich habe das hier so gemacht, dass ich irgendwie sage, alle Losses einer Epoche. Epoche heißt, ich bin alle Daten mal einmal durchgegangen in meinem Trainingset, in verschiedenen Batches. Diese Batches kommen hier raus. Ich habe gesagt, ich akkumuliere die alle in einem Array und hinterher summiere ich die und bilde den Mittelwert. Man kann das sicherlich auch geschickter machen, indem man sie fließend aufaddiert und dann nochmal teilt. Es gibt, nachher habe ich unten verlinkt, gibt es ein Package, das das, was ich jetzt implementiere, alles schon drin hat. Aber dann sehen wir es ja nicht. Und das war die Freude in den Gesichtern. Gucken wir einfach mal. Also wir machen wieder das altbekannte Entpacken der Daten, denn da sind ja Teile enthalten, die interessieren uns gar nichts. Zum Beispiel dieser Image Path, der hilft uns jetzt nicht, wir haben ja die Features alle schon gegeben. Ich schreibe jetzt hier mal dieses Target-Label und jetzt wird spannend, wir denken in zwei Dimensionen. Wir müssen nämlich hier eine komplette Spalte extrahieren, nämlich die Spalte für unser Target-Label 6 zum Beispiel. Und zwar für alle Elemente im Batch. Und für dieses Spaltending gibt es in dieser Complex-Indexing Syntax diesen Doppelpunkt, das heißt, wir nehmen die komplette Spalte, rutschen aber mit dem Komma eine Dimension weiter und da nehmen wir das fünfte Label bis vor dem sechsten. Also wir nehmen das fünfte Label, behalten aber eine zweidimensionale Struktur bei. Das macht das. Jetzt geht's los mit den ganzen Gradientenabstiegsgeschichten. Schreiben erstmal optimizer.zeroGrad. Das Problem ist nämlich, dass er die Gradienten immer akkumuliert. Ihr erinnert euch, da hatten wir auch so ein W immer akkumuliert und so weiter. Das macht er hier auch. Und wenn wir ihm das nicht verbieten und das wieder zurücksetzen, dann passiert ein Unglück. Also dann lernt er mit alten Daten weiter. Das wollen wir natürlich nicht. Jetzt berechnen wir unsere Outputs. Das haben wir auch gemacht bei unserem Algorithmus im Lehrbuch oder in den Folien. Und berechnen den Loss. Da können wir jetzt einfach die Loss-Funktion aufrufen, müssen die nicht mal mehr selber implementieren. Und das Schöne ist, dadurch, dass ich hier oben diese zweidimensionale Struktur beibehalten habe, ist das Ganze auch hiermit verträglich und ich muss nichts weitermachen. Das war der Grund, warum wir das zweidimensional behalten haben. Jetzt kommt der Witz. Wir haben ja vorhin den Forward-Step implementiert bei unserem Modell. Jetzt implementieren wir hier oder rufen wir auf einen Backward-Step. Was das ist, gucken wir uns bei den neuronalen Netzen nochmal an, Stichwort Backpropagation. Aber das berechnet effektiv die Gradienten. Sonst musste ich ja alles ableiten. Wie gesagt, AutoGrad macht das selber, aber ich muss es ihm wenigstens sagen. Und jetzt macht mein Optimizer einen Step. Da könnte ich jetzt sagen, addier mal den Gradienten, multipliziert mit irgendeinem Learning Rate und so weiter. Aber das ist ja genau die Aufgabe des Optimizers und deswegen sagen wir eben, füll halt einen Step aus. Wir haben ihm vorher gesagt, worauf, nämlich auf den Modellparametern. Das wird nachher nochmal interessant. Das können wir nämlich einschränken. Aber Modellparameter entspricht ja genau dem, was wir hier lernen wollen, nämlich unseren W. Ja, und jetzt sind wir auch schon fast am Ende. Jetzt müssen wir den Loss nur noch, den Loss haben wir schon berechnet. Jetzt müssen wir den Loss hier nur noch dran addieren oder appendieren. Und dann haben wir unsere Training Loop. Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert im Evaluation Case? Und die Antwort ist nichts anderes. Ich kopiere das einfach mal. Also das hier brauchen wir, unser Target Label. Das Einzige, was wir nicht brauchen, ist irgendwie den Gradienten. Das ist ja ein Evaluierungsfall. Da berechnen wir einfach straightforward diese Output-Werte, berechnen noch den Loss. Das können wir noch machen. Und den können wir dann auch einfach drauf addieren. Also wir sehen mit ein bisschen Copy-Paste und den Update-Schritten, die man hier rauslässt, kann man auch so ein Evaluate-Case machen. So, jetzt ist die Frage, was ich schon ausgeführt habe. Das hier muss ich noch ausführen. Ich speichere das auch, dann habt ihr das direkt. Und jetzt kann ich das Modell trainieren.
Mal gucken. Und wir sehen Werte, die nach unten gehen. Das ist schon mal gut. Wir haben natürlich noch keine Möglichkeit, diesen Loss jetzt so wirklich zu interpretieren. Das Einzige, was wir machen können, ist, wir können einen Feature-Vektor reinstecken und können das Modell fragen. Gutes Geschenk. Oder halt nicht. Zumindest hoffen wir ja, dass das die Bedeutung war von dem, was wir hier trainieren. Für die Profis habe ich hier unten noch geschrieben, man will ja immer so eine Kurve haben. Dafür gibt es das Package TensorBoard. Das geht auch mit PyTorch, obwohl das ja ursprünglich für TensorFlow ist. Den Konkurrenten, wenn man so will, von PyTorch. Weights and Biases kann das auch. Das macht auch Spaß. Dann hat man das online in so einem Dashboard. Kann ich auch empfehlen, sich das mal anzugucken. Ja, und jetzt trainiert das so fröhlich vor sich hin. Was stellen wir fest? Die Train Accuracy ist, der Train-Fehler, Train-Loss, ist unterhalb des Test-Losses. Wie nennt man das? Overfitting, genau, danke. So, die Frage ist nur, in welchem Ausmaß? Und das müssen wir jetzt testen. Ich würde aber lieber hier einen anderen Aspekt noch nennen, und das ist so ein Bias. Ich habe nämlich, ich war fies, ich habe den Datensatz so gebaut, dass er schlecht ist, in einem Sinne, dass irgendwas schiefgelaufen ist mit dem Train-Test-Split. Und ihr sollt mir jetzt auf die Schliche kommen. Und hier habe ich die Hälfte schon implementiert. Man kann sich nämlich die Korrelation der einzelnen Labels anzeigen lassen. Und die Idee ist jetzt, wir vergleichen die für Train und Testset. Ich mache das jetzt einmal schnell für den Train-Fall und ihr könnt dann ja den Testfall euch mal angucken. Wenn ich es finde. Da ist es. Also da gibt es einmal die Möglichkeit, das direkt auf Pandas zu machen, auf diesen Data Frame, den ich definiert habe, indem man einfach die Korrelation hier ausgibt. Und es gibt halt so eine Matrix aus und die kann ich jetzt mit matplotlib ausgeben lassen. Das sieht dann so aus. Zack. Oder ich kann das sparse machen, also als Scatterplot. Dafür benutze ich Seaborn. Und sage SNS Pairplot TrainDF. Und jetzt gucken wir uns auch mal an. Also was wir sehen sechs Labels, die mit denselben sechs Labels korreliert werden. Und natürlich auf der Hauptdiagonale, jedes Label ist mit sich selbst perfekt korreliert. Und so sieht das aus, wenn wir uns das alles ausgeben lassen. Das ist natürlich ein bisschen unübersichtlich im Training-Fall. Wir sehen aber, dass wir hier auch die Verteilung der einzelnen Labels an sich begutachten können. Weil die Hauptdiagonale ja sonst ein bisschen langweilig ist, wenn sie halt immer nur sagt, ja, jedes Label ist mit sich selbst korreliert. Und jetzt wäre meine Einladung an euch, das einfach nochmal, also genau das gleiche, ich habe das ja jetzt hier gespeichert, auch nochmal für den Testfall zu machen und dann mal zu schauen, ob ihr einen Unterschied seht. Genau. Also mit anderen Worten, wenn wir uns fünftens angucken, scheint das erstmal kein gutes, also scheinen erstmal, es ist in Cartoon gemalt, es kommt eine Person vor und es ist Kleidung, keine guten Indikatoren zu sein dafür, ob es ein gutes Geschenk ist. Denn es ist nicht wirklich gut korreliert. Kann man das erstmal, also das habe ich so ein bisschen rausgehört aus der, ja, wunderbar. Plus, es gibt halt eine Änderung, das ist heller. Das heißt, irgendwas ist kaputt gegangen und im Testset ist alles irgendwie höher korreliert. Wir haben uns ja da heute auch nochmal in der Übung, aber es gibt auch welche, die noch nicht gehört haben, die hören die dann morgen, damit beschäftigt, dass es auch beim Naive Bayes bestimmte Probleme gibt, wenn bestimmte Dinge korreliert sind und andere nicht. Und hier haben wir es jetzt mal eindrucksvoll gesehen, dass das wirklich passieren kann, ohne dass es einer gemerkt hätte. Es hat ja keiner sofort hier geschrien, als ihr euch den Datensatz runtergeladen habt. Das heißt, so eine Analyse gehört, kann man sagen, schon noch dazu, um wenigstens mal zu schauen, was habe ich da überhaupt für Daten bekommen. Jetzt gucken wir uns das nochmal hier an, ob wir da das auch schon in der Verteilung, also gar nicht mal in der Korrelation, sondern nur in der Verteilung der einzelnen Werte gesehen hätten.
Es lädt. Da. Ja, Nummer 1. Nummer 2. Jetzt ist natürlich die Frage, was sehen wir hier? Wir sehen schon generell eine Ähnlichkeit. Also wir haben jetzt nicht... Ah, das macht Sinn. Dankeschön. Kann man das Bild in neuem Tab öffnen? Das ist ja genial. Kann ich sie ja sogar nebeneinander einblenden. Zack. Ah, sehr gut. So, jetzt ist es natürlich vertauscht. Rechts ist das Train-Set, links ist das Test-Set. Jetzt ist die Frage, erkennen wir hier irgendwas? Also generell wäre ja ein Kandidat für ein Problem, wenn wir plötzlich irgendwo so eine Werteverteilung hätten, wo wir vorher so eine Werteverteilung hatten. Das sehen wir hier nicht so extrem. Da können wir jetzt hier überlegen, ob das jetzt ein Ausreißer ist oder nicht. Dass es hier eben scheinbar zu so einem Fall gekommen ist. Das heißt, wir müssen das wirklich, ich kann jetzt die Karten mal auf den Tisch legen, ich habe das ja auch so erzeugt, den Datensatz, dass es nur anhand der Korrelation ersichtlich wird. Sonst wäre es ja zu einfach. Jetzt ist die Frage, wie können wir das beheben? Müssen wir das überhaupt? Naja, wir haben ja gesehen, wir hatten so ein bisschen Probleme im Testfall, das kann natürlich darauf zurückzuführen sein, aber wir konnten es wenigstens detektieren. Vielleicht gäbe es ja noch andere Probleme in unserem Datensatz, Stichwort Leakage, die wir gar nicht detektieren können. Und das wäre ein ernsthaftes Problem. In der Regel hat man ja auch noch drei Datensätze, also Train, Validation, Test, und kann dann verschiedene Experimente auf den ersten beiden anwenden und hofft dann, dass das dritte direkt frisch aus der Anwendung kommt. Im Zweifelsfall müssten wir uns frische Daten ziehen, wo auch immer die Daten jetzt herkommen, und müssen sie frisch labeln. Wir müssen da nochmal einen Hypothesentest machen und schauen, ob das so funktioniert. Es ist, ich habe es sehr gut versteckt. Man sieht es tatsächlich in diesem hier, sieht man es relativ gut. Hier kann man teilweise erkennen, dass die Hauptdiagonalverteilung etwas angeschrägt ist. Aber das ist alles so subtil, dass man es wirklich nur durch eine durch so eine Korrelationsanalyse sehen kann. Ich habe da geschaut. Die sind schon irgendwie zueinander korreliert, das stimmt schon. Das Problem ist nämlich, dass die alle irgendwie, obwohl haben sie, also viele haben einen Weihnachtsbezug, der natürlich irgendwie eine Schnittmenge bildet und eine natürliche Korrelation. Insbesondere tolles Weihnachtsgeschenk und Tannenbaum und tolles Weihnachtsgeschenk und rot eingepackt scheint ja zu korrelieren, das haben wir ja gesehen. Was wir jetzt daraus machen, steht natürlich nochmal auf einem anderen Blatt, aber das sind so ein bisschen die Grundlagen von den Fällen, wo man auf Probleme stößt. Ich habe das tatsächlich so gemacht, dass ich mir die Labels angeguckt habe, die zugewiesen wurden, und dann habe ich auf Basis dieser Labels nochmal eine Münze geworfen und dann nochmal eine feine Entscheidung getroffen, ob das Ganze jetzt im Train- oder im Testdatensatz landen soll. Allerdings auch nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, sodass es nicht auffällt. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, also in meinen Datensätzen hat ja keiner so böse irgendwie Sachen manipuliert, aber das passiert schneller, als man denkt, und dann kann man es nicht mal mehr nachweisen. Da, wo die Datensätze herkommen, aus dem Internet oder diese Bilder, da gibt es noch viel mehr Biases und noch viel mehr Unterschiede in irgendwelchen Sets. Vor allem in Bezug auf die Realität, wenn wir jetzt versuchen, von unseren tollen Bildern, tolles Geschenk, auf unsere Realität unter Weihnachtsbaum zu generalisieren, dann, naja, ich bin gespannt, ob sich jemand das tolle Geschenk kauft, das am Ende dann rauskommt. Apropos tolles Geschenk. Ich hatte ja versprochen, wir gucken uns das tolle Geschenk an und das schaffen wir auch noch zeitlich. Da muss ich jetzt aber nochmal theoretisch ein bisschen ausholen. Hat jemand schon mal was von Adversarial Attacks gehört oder Adversarial Examples? Was ist das erstmal? Wir nehmen uns ein Modell und versuchen, das Modell reinzulegen. Das heißt dieses Adversarial. Wir arbeiten irgendwie gegen das Modell.
Das können wir auf zwei Arten machen. Entweder wir versuchen das in, also halbwegs nett, wir suchen uns halt die Daten raus, die das Modell wirklich als optimal klassifizieren würde, und der Mensch, der das Ganze gelabelt hat. Das heißt, wir suchen wirklich was, was in der Realität am nächsten an das Optimum rankommt. Oder wir suchen eine Schwachstelle im Modell, die dazu führt, dass das Modell auf einem Feature, das gar nicht existiert, das nie im Datensatz absichtlich versteckt wurde, overfittet, und exploiten das und bauen ein Beispiel, dem man es gar nicht ansieht, aber das dann doch das schönste Weihnachtsgeschenk überhaupt ist, laut diesem Modell. Und beide Lösungen sind tatsächlich für den Wettbewerb, den ich ja gleich ausrufen werde, akzeptabel. Da bin ich sehr gespannt, wer sich da auf die gute Seite schlägt und wirklich das beste Weihnachtsgeschenk suchen möchte und wer das Modell hinter sich will. Das kennen alle aus dem Bereich autonomes Fahren. Da gab es ja mal diese Aufkleber, die man dann auf Verkehrsschilder draufkleben konnte. Das waren genau solche Epsilon-Perturbationen im Sinne einer solchen FSR-Attack, die dazu geführt haben, dass zum Beispiel ein Stoppschild als Vorfahrtsschild erkannt wurde. So ein Mini-Sticker, der da so draufgebracht wurde. Ja, jetzt vielleicht nicht auf den Production-Modellen, es gibt da so ein paar Tricks, wie man das verhindern kann, aber doch zumindest aus so einem kleinen Toy-Modell funktioniert das ganz gut. Und sowas machen wir jetzt auch. Das können wir auch. Quasi, nur dass wir halt nicht Leute in den Verkehr rasen lassen, sondern halt das perfekte Weihnachtsgeschenk suchen. Ja, okay. Ich glaube, es ist nicht Weihnachten. Ja, ja. Vielen Dank. Oh je, wir laden das noch auf YouTube hoch. Ich schneide sehr viel raus. So, was macht so ein Adversarial-Modell? Erstmal ist es genauso aufgebaut wie unser ursprüngliches Modell. Wir kopieren das einfach nur. Dafür benutze ich diese Funktion hier. Und jetzt kommt auch das erste Mal dieses Modell zum Tragen, was ihr heruntergeladen habt. Der guckt sich einfach nur an, aha, wir haben hier wieder dieses Fully Connected Layer 1, also FC1, wie ich das genannt habe. Und ja, da sind hier auch Gewichte von enthalten, also speichere ich die mal rein. Da ist unser ganzer Training-Effort drin. Unser ganzer Datensatz ist destilliert in diesem Weights-File enthalten. Strict gleich false heißt, wir machen dann doch noch was mit dem Modell, was so vorher nicht vorhergesehen war, und führen dann eine kleine Änderung ein. Was machen wir nämlich? Und das ist relativ einfach erklärt, ich habe es ja auch nochmal zum Nachlesen drüber geschrieben. Wir optimieren jetzt in unserem Optimizing Step nicht with respect to unserem W. Das heißt, wir optimieren unser Modell, sodass das W irgendwie perfekt ist hinsichtlich des Loss, sondern wir optimieren nicht hinsichtlich des Loss, sondern hinsichtlich unserer predicted Klasse. Wir wollen ja das beste Geschenk und nicht den besten Classifier. Das beste Geschenk, und wir optimieren nicht unser W, wir wollen ja nicht unser Modell anpassen, sodass es immer sagt, toll, ja, toll, toll, das wäre einfach. Sondern wir optimieren unser X, was wir reinstecken. Das heißt, wir führen einen zusätzlichen Parameter ein, unseren Input, der aber gar kein Input mehr ist. Unser Modell, unser Adversarial-Modell hat am Ende gar keinen Input mehr, sondern nur einen Parameter, nämlich unser X. Und das können wir trainieren. Wir können ja einfach die Ableitung anstatt with respect to W einfach mit in Bezug auf X bilden. Die Rechnung ist natürlich nochmal kompliziert. Erinnert euch alle, wir haben das alles abgeleitet und das war alles so schön einfach, aber nur aufgrund des Zufalls, dass das mit dem W so gut gepasst hat. Mit dem X wird das komplizierter. Aber das ist ja uns egal. Wir haben ja maschinelles Ableiten, Autograd und so weiter. Das heißt, wir führen hier einfach nur einen neuen Parameter ein. So, den müssen wir jetzt vorbelegen. Und das ist die erste Aufgabe. Was packe ich da rein? Ich will das tollste Geschenk der Welt. Mit welchem X starte ich? So, Hotbutton ist aktiv. Ja. Perfekt. Wir haben ja schon, wir haben sogar die Labels schon. Also wir wissen sogar, welches das Beste ist. Nämlich, habe ich vorhin noch gar nicht nachgeguckt, weil ich diesen Gedanken nicht vorwegnehmen wollte. Aber wir können ja einfach hochscrollen und können hier statt Feature 2 und so weiter einfach Feature 5 eintragen. Oder Label, ich sage immer Feature, aber es ist ein Label, genau. So. Sie ist das, also sie hält das tollste Geschenk laut dem Datensatz in Händen.
Ja, also wir haben schon gesehen, warum das mit Personen korreliert hat. Scheinbar sind diese Dinge hier keine tollen Geschenke. Man fragt sich, warum. So. Also irgendwas wird dran sein. Ich habe das ja nicht, wie gesagt, nicht manuell gelabelt, sondern das ist ja, komme ich vielleicht gleich noch drauf, wie das alles entstanden ist, aber es macht schon irgendwie Sinn. Dieses Bild nehmen wir jetzt, beziehungsweise die Feature-Vektoren, die wir von da haben, und packen die einfach mal rein in unsere Eingabe. So, das habe ich mir jetzt auch irgendwo aufgeschrieben, dann brauche ich das jetzt nicht überlegen. Und es ist natürlich abgeschnitten auf dem Ausdruck. Mal schauen. Ich werde es schon hinkriegen. Und zwar ziehen wir uns hier den Image Path, die Labels und die Features für unser Maximum von unserem Christmas Dataset. Training Set. Und jetzt kommt wieder Key gleich. Und das kann ich mir jetzt aber einfach von oben klauen. Das haben wir ja vorhin schon gemacht. Wir haben ja das Maximum schon bestimmt. Nur halt mit den anderen Labels. Dachte ich. Da. Und da trage ich dann eine 5 ein. Weiter. Oh, ich mag Notebooks nicht so gerne, man merkt es vielleicht. Da sind wir. So, 5. Und jetzt haben wir hier die Features. Und die Features packen wir jetzt einfach in so einen Tensor rein. Und dann können wir damit unser Modell instanzieren. Perfekt. So, ihr könnt ja mal ausprobieren, kleine Hausaufgabe, was passiert, wenn man das zufällig initialisiert. Das ist nämlich auch keine schlechte Strategie. Man stelle sich vor, wir wären da in einem lokalen Minimum im Hinblick auf unseren Gradientenabstieg, der jetzt folgt. Da können wir natürlich ausbrechen, indem wir ganz woanders starten. Deswegen ist das, also man macht das manchmal, dass man an so einer Lösung startet. Manchmal startet man auch einfach irgendwo zufällig. So, was passiert hier in unserem Modell? Genau das gleiche wie bisher. Wir nehmen unser x, wenden unser w an und geben das raus. Was sich jetzt aber ändert, ist der Forward Pass. Wir wollen ja jetzt nicht mehr unseren Loss mit unseren predicted Labels füttern, sondern unser Loss ist quasi einfach diese Klasse. Das heißt, wir müssen die Klasse nochmal ausgeben. Da ist aber auch nochmal entscheidend, weil unser Input ja jeden beliebigen Wert annehmen kann, dass wir hier den so gestalten wie unsere Eingabe. Das haben wir jetzt nicht betrachtet, aber wir hätten uns das mal ausrechnen können. Die haben nämlich alle die gleiche Länge im Hinblick auf diese Norm. Das führt zu Problemen, wenn man das nicht macht. Ihr könnt es ja mal ausprobieren. So, das heißt, wir haben hier auch irgendwie was, was so ähnlich ist wie das, was wir vorher hatten, nur dass wir eben wieder unser Predicted Label ausgeben. So, Modified Training Loop schreibe ich jetzt schnell noch hin. Wir haben wieder One Iteration. Optimizer Zero Grad haben wir gemacht. Unser Modell, wichtig ist, der Forward Pass hat kein Argument mehr. Das heißt, unser Modell auch nicht. Der gibt uns einfach so die perfekte Klasse schon aus, also diese Bewertung. Wichtig ist, der Loss ist minus dieser Output, denn der Loss wird ja minimiert, und wir wollen ja die Output-Qualität maximieren. Ja, Loss.backward machen wir wieder um die Backpropagation. Wir gucken uns an, was das ist nächstes Jahr. Machen unseren Step und gucken uns an, was rauskommt. Und schwupps, in 15 Sekunden haben wir so eine Optimierung geschrieben. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch in eine Schleife setzen und in ein Modell. Das haben wir oben auch schon gemacht. Also wir gucken uns das Modell an, bauen uns wieder einen Optimizer. Jetzt ist wichtig, was wir optimieren. Das ist dieses, wonach wir ableiten.
Und da habe ich ja vorhin gesagt, wir haben einfach die Parameter genommen. Aber hier wollen wir ja eben nicht alle Parameter nehmen. Wir wollen ja nicht unser W optimieren. Das bleibt ja fest. Wir wollen ja unser etabliertes, bereits vortrainiertes Modell schlagen. Wir dürfen unser W nicht mehr ändern. Und deswegen muss ich hier alles andere, was nicht W ist, nennen. Und das ist halt einfach model.imp. Hier oben dieses Ding. So, dann tippe ich jetzt hier noch die Learning Weight ein. Momentum habe ich gar nicht mal groß rumexperimentiert. Das bleibt euch überlassen. Und es reichen tatsächlich schon 5 Iterationen, also 5 Epochen. Ne, Entschuldigung, 5 Iterationen reichen tatsächlich aus, um bereits ein overfittedes bzw. geschlagenes Modell zu bekommen. Lassen wir uns mal den Score ausgeben und gucken wir einfach mal rein. Zack und zack. Und da geht es aufwärts. Wir erinnern uns, was vorhin das beste Ding war, was wir irgendwie hatten. Das kommt ja nochmal hoch. Das waren 0,245. Und jetzt haben wir plötzlich einen Feature-Vektor gefunden, der bei unserem Modell 0,49 ergibt. Also wenn das nicht mal weihnachtlich ist. So, wir können es uns aber nicht angucken. Und das ist doof. Ich möchte jetzt das, also ich möchte es ja auch kaufen jetzt. Das heißt, ich möchte ein Foto haben. Und jetzt ist das Problem, wir haben diese Richtung hier nicht wirklich definiert. Wir können nicht wirklich von dem Bild auf das Image zurückgehen. Jetzt gibt es 3 Verfahren und die stelle ich jetzt im Schnelldurchlauf vor und ihr könnt euch gerne eins raussuchen und das einfach mal implementieren als euren Wettbewerbsbeitrag. Option 1, wir wischen ein bisschen an dieser Grafik rum und sagen, dass das hier ja eigentlich unser X ist, das hier ja eigentlich total egal ist und das hier, also das komplette Teil, unser Y ist. Das heißt, unser Modell nimmt jetzt plötzlich keine abstrakten Feature-Vektoren mehr, sondern nimmt direkt Bilder, die müsst ihr geschickt repräsentieren. Und diese Funktion hier, die kennt ihr, beziehungsweise ihr kennt den Teil habe ich euch noch da gegeben, das ist nämlich, wie ich die Features abgeleitet habe mit dieser Funktion. Damit habt ihr diese Funktion und könnt hier optimieren, sodass da eine bessere Klasse rauskommt. Der Witz ist jetzt, diese Optimierungen hier, die sehen nicht mal gut aus, sondern da kommt dann halt sowas wie mit dem Verkehrsschild raus, das irgendwo in der Ecke gekrisselt ist und das reicht dann schon, um diesen Classifier hinter sich zu füllen. Reicht uns aus, erfüllt den Wettbewerb. Dann hatte ich noch eine weitere Idee. Es gibt nämlich auch Modelle, die diese Rückrichtung machen, allerdings hübsch, und das sind die generativen Text-to-Image-Models, Stable Diffusion und so weiter. Ich sage es in jeder Übung gefühlt 3-mal, dass ich da ein Riesenfan von bin und dass das ja alles völlig umstellt. Das hat ja auch gar nichts mit meiner Forschung zu tun, aber das ist das Schöne, wenn wir diese Rückrichtung kennen, müssen wir sie halt nur irgendwie, also müssen wir das machen, dass diese Modelle nicht irgendein Bild generieren, sondern ein Bild mit einem gegebenen Feature-Vektor. Und der Witz ist, genau das macht Stable Diffusion. Stable Diffusion ist genau auf unseren Feature-Vektoren hier conditioned, also trainiert worden. Jetzt kann ich ja auch mit der Sprache rausdrücken, das sind eigentlich nur Clip-Features gewesen, deswegen habe ich, also so heißen die, deswegen habe ich gefragt, ob jemand diese Zahl kennt, weil dann sofort, der hat halt Clip genommen. Und das macht es mir auch so einfach, diese Label zu erstellen. Das Schöne bei Clip ist nämlich, Text und Bild werden in den gleichen Raum abgebildet. Das heißt, diese Sachen hier musste ich nie labeln, sondern ich konnte sie einfach natürlich sprachlich formulieren. Ich konnte sagen, Tannenbaum. Und das wurde in den Raum eingebettet. Ich konnte es vergleichen mit jedem Bild und konnte jedes Bild fragen, bist du ein Tannenbaum? Und das war dann mein Label. So, das ist das Ende der Geschichte. Das ist dieses letzte Ding. Nee. Okay. Sie hat leider nichts mit einem. Es ist leider ganz unromantisch und technisch und ich weiß irgendwie gerade selber nicht, warum das diese Zahl ist.
Also es ist halt die Zahl, die die Clip-Autoren gewählt haben, aber ich weiß nicht, warum sie sie gewählt haben. Es wird irgendeinen Grund haben. Das kann natürlich sein. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie da irgendwie... Ja, nee, ich weiß es auch nicht. So, jetzt ist es raus. Ja, es kann halt sein, dass das optimal ist in ihrem Optimierungsschedule, weil sie halt overfitten, wenn, also es kann halt Overfitting auftreten, wenn ich mehr Parameter zulasse. Das haben wir ja in der Übung gesehen, dass sie das so balanciert haben, dass es gerade noch alle Bilder der Welt beschreibt, aber nicht zu viel. Vielleicht, aber das ist jetzt nur Educated Guess. So, das ist Option 2. Ihr könnt also schöne Bilder malen, die sogar da irgendwie in diesem Raum sind. Und Option 3 ist, ihr könnt sogar reale Bilder euch ziehen, die einfach besonders nah an diesem Embedding sind, was wir ja hier gerade kreiert haben. Wir haben ja hier so ein Embedding, das kann ich mir jetzt ausgeben lassen. Und das Schöne ist, es gibt eine Suchmaschine, die sucht nicht auf Text, sondern die sucht auf genau dieser Clip-Repräsentation. Und ich habe hier euch einmal das so bereitgestellt, dass ihr dann das Bild hochladen könnt. Also ihr könnt, wenn ihr diesen Bildmodifikationsansatz wählt, könnt ihr das Bild da hochladen. Und dann gebt ihr euch reale Bilder, die einen ähnlichen Clipwert haben oder ein ähnliches Embedding. Oder ihr nehmt die API, hier habe ich sie euch verlinkt, und schickt direkt eure Feature-Vektoren dahin, die ihr optimiert habt, und der gibt euch ein Bild zurück. Spielt da mal ein bisschen, das habe ich tatsächlich gestern Abend noch hinbekommen, spielt da mal ein bisschen mit den Trainingsparametern rum, da kann man sehr witzige Sachen erzeugen, also so Stichwort, jemand hat ja sein Bart umgestaltet und alles mit Weihnachtsfolie beklebt und so. Also das sind reale Fotos aus dem Internet, real. Und sie sind sogar ein tolles Geschenk. So, also ich freue mich auf ganz viele verschiedene Ansätze, ich habe das hier nochmal geschrieben, Deadline ist der 7.1. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr da mitmacht. Und bei Fragen stehe ich auch gerne noch zur Verfügung. Vielen Dank.